Du siehst mich nicht. Treffer. Gut, das war der letzte. Der Auftrag ist erfüllt. Und jetzt müssen wir runter. Nee, auf die andere Seite, nach oben. Was auch immer sich hier als Attentat eignet oder für ein Attentat eignet, das werden wir hier finden. Auf der anderen Seite. Ja. Nee, auf der Seite. Gut, jetzt haben wir die Straße sozusagen versperrt. Auf der anderen Seite muss das auch noch gemacht werden, damit er hier nicht weglaufen kann. Alles für den Hinterhalt vorbereiten. Ah, okay, Pulverfass. Damit wir ihn in die Luft sprengen können. So. Na klasse, die sind unterwegs. Sprengstoff sicherstellen, dass der Konvoi in den Hinterhalt gerät. Wie mache ich das? Ich soll jetzt da hinten hin. Noch 30 Sekunden. Kutsche nähert sich der ersten Kreuzung. Okay. Ah ja. Gut, jetzt habe ich 45 Sekunden, um da vorne auch den Wasserturm zusammenstürzen zu lassen. Das geht aber. Kutsche nähert sich der zweiten Kreuzung. Ja, das System zum Glück nicht aufgefallen. Wir können ganz normal weitermachen. Und gegenüber. Nö. Wir sind mittendrin im Getümmel hier. Okay, wir haben aber noch genug Zeit. 22 Sekunden, 20 Sekunden, ja. Interagieren. Okay. 13 Sekunden, was? Zeit abgelaufen. Wie sollte ich das denn schaffen? Puh, okay. Vielleicht sollte man sich doch nicht ganz so viel Zeit lassen. Möglich ist alles. Da hinten sind sie unterwegs. So, erste. Jetzt haben wir noch 55 Sekunden. Genau. Hier hoch, darüber, zum Einsturz bringen. Und jetzt haben wir noch 1 Minute und 5. Ich glaube, bei dem letzten Wassertank kriegen wir keine Zeit mehr gutgeschrieben.
So, auf der Seite also rüber. Gut. Ich muss es bedienen. Okay. Und ja, jetzt noch 40 Sekunden. 40 Sekunden Zeit, um auf die andere Seite zu kommen. Das müsste aber dann klappen. Komm schon, 30 Sekunden. 29. Ja, das sieht gut aus. Wir sind gefangen. Wir kommen nicht raus. Haben sie gut erkannt. Okay. Mit ausgerüsteter Pistole. Ich habe die Pistole nicht. Ah, jetzt. Pistole. Genau. LT drücken. Tue ich. Geht nicht. Tja, dann drücke ich halt einfach Y. Gut, die letzten Soldaten Oloas eliminieren. Ah, okay, die lassen sich nicht so einfach eliminieren. Das war natürlich klar. Ah, ich habe eine Idee. Ich muss bloß gucken, wann der andere schießt. Ja, natürlich. Komm schon. Okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Na komm. Okay. Einfach bloß mal ein bisschen wehren, dass wir ein bisschen was an Lebensenergie zurückgewinnen. Und es hat geklappt. Oh, die schönen Nasen. Aua. Was? What the F? Ich hab gedrückt ohne Ende. Auch die Kontertaste. Ups, jetzt wäre ich beinahe runtergesprungen. Ach, wieder Revolver auswählen, schießen. Runterspringen. Komm. 1, 2. Na, also. Geht ja gar nicht. Genau so. Und nicht anders. Okay. So einfach kann es gehen. Wenn man sich anstrengt. So, das Geld habe ich bloß geholt, um die Munition noch zu bekommen. Und jetzt geht's an die Kutsche. Bitte, nein, verschont meine Frau und mein Kind. So wie ihr die Sklaven und Arbeiter verschont habt oder deren Familien? Doch, es geht ihnen gut. Ich habe sie nur weggebracht. Nach Mexiko. Mexiko? Warum das? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Berater. Bitte, meine Frau weiß von nichts. Ich sagte ihr, die Konvois wären voller Verbrecher aus den überfüllten Zuchthäusern. Sie ist unschuldig. Erlaubt mir, es wieder gut zu machen. Ihr? Wollt davon nichts wissen? Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Meine eigenen Expeditionen erforderten einen ähnlich großen Aufwand. Das Gebiet ist voller Relikte, die älter sind als die Maya. Außerdem kann ich euch das hier bieten. Man kann damit geheime Dokumente entschlüsseln, so wie dieses. Ich werde mich jetzt umdrehen und gehen. Wenn euch euer Leben lieb ist, verlasst ihr umgehend diesen Kontinent und kehrt nie wieder zurück. Habt Dank für diese Gnade. Gnade? Das ist keine Gnade.
Ich überlasse euch lediglich dem Gutdünken eurer Auftraggeber. Ihr werdet ständig auf der Flucht sein. Geht, genießt die trügerische Freiheit. Tja, so schnell kann's gehen, dass man sich selbst ins eigene Fleisch schneidet, nicht? Ach nee, davon mal abgesehen, müssen wir jetzt einmal mit Agathe sprechen, der schon auf uns wartet. Fröhlich vergnügt. Auf dem Friedhof. Warst du erfolgreich? Gouverneur Ulloa gab mir diese Trophäe. Ah, ein wertvoller Fund. Dadurch wird Ulloas Tod zu einem großen Sieg für die Assassinenbruderschaft. Ich wünschte nur, ich hätte es selbst sehen können. Sag mir, was waren seine letzten Worte? Hab Dank für diese Gnade. Was? Soll das heißen, er lebt noch? So willst du mir also deine Loyalität beweisen? Indem du meinen Befehl missachtest? Und unseren Feind laufen lässt? Mein Mentor, aus dir spricht der reine Blutdurst. Wir haben dieselben Ziele. Sklaven befreien, den Feind besiegen, Gerechtigkeit bringen. Nun haben wir die Mittel, um die Mission voranzutreiben. Ich muss dem Feind nach Mexiko folgen. Sofort! Das wirst du sicher nicht tun! Wenn du es nicht einsiehst, dann folge ich meinem Instinkt. Was ist ein Assassine ohne Disziplin? Du wirst deinen Ungehorsam bereuen. Das Risiko gehe ich ein. Tja, ganz schön haarig. New Orleans, 1769. Alles wird riskiert, um der Spur der Wahrheit zu folgen. Aber was ist die Wahrheit? Da vorne ist der nächste Auftrag. Töre bestimmte Personen. Gen Süden, herausfinden, wohin die Sklaven gebracht werden. Aveline, Agathe erzählte von deiner Flucht nach Mexiko. Willst du deine Geschäfte hier aufgeben und die Sklaven in New Orleans? Was ist mit deiner Familie? Mein Vater schickt mich nach Kuba, um dort neue Zulieferer für uns zu finden. Solange ich fort bin, kannst du das Geschäft doch allein weiterführen. Ich muss unserem Feind folgen. Und wann wolltest du mir das mitteilen? Ich konnte nicht riskieren, dass du mich aufhältst. Und mehr siehst du nicht in mir? Geschäfte? Befehle? Aveline, du bist mir wichtig. Gerald, sei nicht böse. Wir müssen doch Arbeit und Gefühle trennen. Ich hätte dir das gern. Da ich dich nicht aufhalten kann, kann ich dir vielleicht noch irgendwie helfen. Nun gut, ich muss auf das Schiff und weiß noch nicht wie. In der Nähe ist ein Lager, wo man Sklaven hält, Sklaven für Mexiko. Du kannst dich unter sie mischen und so aufs Schiff gelangen. Nur muss ich meine Waffen zurücklassen. Wie willst du dich verteidigen? Gut, dumme Frage. Ich bewahre sie bis zu deiner Rückkehr auf. Hab Dank, Gerald. Du bist ein wahrer Freund. Er wäre, glaube ich, gerne mehr. Nun gut, die Sklavenbekleidung anziehen. Wir können nicht einfach so zu dem wunderschönen Umzugspunkt da vorne. Da sind so viele Wachen vor. Alle mit purer Absicht dort positioniert. Wir ziehen uns erst einmal um. Was ist das? Ein Brief oder ein Slip? Da oben? Müssen wir mal gucken. Hallo? Wer bist du denn? Nee, der will nichts. Aber reden wollte er mit mir auch nicht. Also keine Ahnung, was der jetzt wollte oder was er zu bedeuten hatte. Aber wir müssen uns umziehen.
So, rein da. Sklavenbekleidung anziehen. Tada. Und dann werden wir mit verschifft in den Süden, nach Mexiko. Aber Mexiko werden wir uns wahrscheinlich erst im nächsten Part angucken. Ich mache jetzt, wie gesagt, eine schöne lange Pause und wir sehen uns demnächst wieder. Bleibt am Ball. Bis nachher.